Mittwochmittag, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Maidons Meinung und willkommen Alfred. Ja, hallo. Wir starten mit einer Zahl in die Sendung. Wir können sie gleich mal einblenden, da müssen wir sie fast nicht vorlesen, genau. Das ist gar nicht so easy. 2.639.682.413,92. 92 Cent, ganz wichtig. Genau, es fehlt das Währungszeichen quasi. Also das ist ja, genau, stimmt, das ist ein Euro. Ja, ein Betrag. Und willst du jetzt schon verraten, was damit auf sich hat? Die machen wir später. Okay, also kann man sich schon mal merken, die Zahl, diese beeindruckende Zahl. Bevor wir auf die zurückkommen, schauen wir erstmal auf den Gesamtmarkt. Die Standardwerte in den USA zumindest waren in dieser Woche wieder gefragter als die Technologiewerte. Genau, sind wir auch hier eingeblendet. Also Dow Jones ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Ich habe einen zweiten, dritten Tag in Folge. Der Nasdaq und Co. hinken ein bisschen hinterher. Genau, ganz erstaunlich. Man sieht es hier, das ist die Entwicklung seit Jahresanfang. Da ist der Nasdaq noch der beste Index mit 23% vor dem S&P 19% und der Dow Jones mit nur 9%. Aber wir sehen gleich, die letzten Tage hat sich das doch erheblich verändert. Da hat der Dow Jones kräftig zugelegt, während der Nasdaq eigentlich kaum noch vorangekommen ist. Sieht man hier, die letzten 5 Tage, da ist der Dow Jones mit plus 4% deutlich besser als der S&P mit 1,6 und der Nasdaq fast unverändert. Das Ganze ist losgegangen am Donnerstag, als die Inflationsdaten in den USA rauskamen, die ja nun sehr gut ausgefallen sind, also weniger Inflation als erwartet. Wir sind wieder bei 3%, also wir nähern uns diesem Ziel der Notenbank 2% deutlich an. Und das hat zu einer Rallye geführt, weniger bei den Tech-Werten, das ist ganz erstaunlich gewesen, sondern eher tatsächlich bei Standardwerten und auch bei Nebenwerten, das sehen wir nämlich auch gleich noch, die sind auch extrem gestiegen. Der Russell 2000, das ist ja der Nebenwerteindex, der sehr, sehr schwach war in diesem Jahr und der alleine seit Mittwoch, also innerhalb von 5 Tagen, um 11% zugelegt hat. So etwas gab es lange nicht, so eine Outperformance der Nebenwerte. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Anleger oder dass die Rallye jetzt ein bisschen breiter aufgestellt ist, eben nicht nur fokussiert auf die Magnificent Seven, nur auf die großen Tech-Werte, sondern eben jetzt auch kleinere Werte umfasst. Und auch der Dow Jones zieht mit. Also eine ganz gute Chance, dass diese Rallye jetzt eben doch auf größeren Füßen steht. Befeuert wird die Rallye auch so ein bisschen jetzt vom US-Präsidentschaftswahlkampf. Trump, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, wird immer größer, wie wir jetzt auch hier in der Grafik genau, sehen. Genau, das ist von Polymarket, das ist eine ganz, ganz interessante Seite. Da kann man im Prinzip wetten auf verschiedene Szenarien, unter anderem eben auch, wer Präsident wird. Und da haben sich die Quoten für Trump, also eigentlich die Chancen verbessert, deutlich verbessert. Wir sind bei 69%. Nur noch 19% Wahrscheinlichkeit, dass Biden Präsident wird. Und da unten gibt es noch die anderen Kandidaten. Die Kamala, die Vizepräsidentin, hat ja auch noch eine gewisse Chance, wenn Biden dann doch noch aussteigen wird. Sie hat übrigens, wenn sie denn Kandidatin wird, hätte sie eine bessere Chance, gegen Trump zu gewinnen als Biden. Also das wären, glaube ich, statt 19% dann so um die 40%. Aber da sieht man immer ganz schön, wir sehen nochmal die Entwicklung, wie sich das gemacht hat, nämlich zeitweise oder lange Zeit war Biden noch oder waren zumindest mal gleich auf. Aber hier sieht man tatsächlich, Trump war schon lange in Führung und durch das Attentat am Wochenende gab es nochmal einen Schub nach oben. Und ja, da sieht man die anderen Kandidaten. Das TV-Duell sieht man noch bei Biden. Ja, das TV-Duell war dann auch nochmal sehr deutlich. Oder eher für Biden dann schlecht, logischerweise. Also das, klar, es muss natürlich erst noch gewählt werden. Ich erinnere an die Wahl Trump gegen Frau Clinton. Da war Hillary Clinton ganz klar die Favoritin, noch einen Tag vor der Wahl. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Also noch ist die, die Messe nicht gelesen, die Wahl nicht gewählt. Aber dennoch, der Vorsprung ist doch schon jetzt sehr deutlich. Und ja, wenn man sieht, was Biden so veranstaltet, dann wird es doch recht schwer, überhaupt zur Wahl gestellt zu werden. Schauen wir mal, was passiert. Da kann echt nur, wie du sagst, viel passieren. Wir werden es verfolgen. Es ist spannend, wenn auch auf verschiedene Arten. Ja, hat natürlich an der Börse Auswirkungen gehabt. Viele Auswirkungen, tatsächlich eher positive auch. Und das sieht man sehr deutlich, auch für den Bitcoin. Denn, Er nennt sich selbst Crypto-President, Herr Trump. Echt? Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Er hat es mal geschrieben auf seinem, ich vergesse mal, wie die Seite heißt, Social Media Dienst da. Ja. Also er ist auf jeden Fall sehr Bitcoin-freundlich. Er wird auch Ende Juli auf einer Bitcoin-Konferenz auftreten.
Also das hat natürlich dem Bitcoin geholfen, aber auch nicht nur das hat dem Bitcoin geholfen, auch andere Sachen. Und jetzt kommen wir tatsächlich auf diese Summe, diese 2,6 Milliarden Euro. Das ist nämlich das, was das Land Sachsen erlöst hat mit dem Verkauf von rund 50.000 Bitcoins. Die hat man verkaufen müssen tatsächlich. Man hat sie bekommen durch eine Beschlagnahmung im Zusammenhang mit der Movie2K Kinoplattform. Da waren diese 50.000 Bitcoin, die hat man dann gehabt und musste sie verkaufen, weil man muss sich von solchen Sachen trennen, vor allen Dingen, wenn Gefahr besteht, dass sie im Wert verlieren. Ob jetzt diese Gefahr bestand, weiß ich nicht. Gut, theoretisch natürlich schon. Jederzeit kann ja Bitcoin fallen. Kann ja auch steigen. Also ja, man hätte das vielleicht auch cleverer machen können. Man hat dann tatsächlich gerade in den letzten Tagen, in der letzten Woche sehr massiv verkauft. Und da sieht man nochmal, dass die Wallet vom BKA, der BKA hat diesen Verkauf mit einer Bank zusammen übernommen. Da sieht man den Bestand, das waren mal 50.000 und dann ging es doch sehr erst langsam und dann am Ende hat man, ich gehe mal einen Schritt zurück, doch sehr massiv verkauft und da war viel Sorge auch im Markt. Man hat es natürlich gesehen, dass die Deutschen verkaufen und die ganze Welt war in Aufruhr. Um Gottes Willen, der Bitcoin wird kollabieren, ist er nicht. Im Gegenteil, er hat es sehr gut abgefangen und ja, das zeigt eigentlich, dass solche Verkäufe tatsächlich den Bitcoin nur kurz stören und nicht großartig beeinflussen. Und was sehr wichtig ist, dass die ETF-Käufe, nämlich die Käufe hauptsächlich von Privatanlegern, aber auch von großen Anlegern, da sieht man hier die letzten Tage, sehr stark waren und gerade jetzt gestern nochmal auf ein neues, ja, mehr Wochen hochgestiegen sind. 423 Millionen Dollar sind gestern in ETFs geflossen. Also man hat ja damit einen Großteil der BKA-Verkäufe abfangen können. Und ja, wenn jetzt die BKA-Verkäufe weg sind, logischerweise, und die ETF-Käufe so hoch bleiben, dann zeugt das natürlich oder wird es für wahrscheinlich noch weiter steigende Bitcoin-Kurse sorgen. Genau, wir haben die Erholung, man sieht es ja auch schon, hat sich ja extrem deutlich schon erholt. Ja, wir sind über 60.000 und dann ging es am Wochenende direkt hoch bis 62, 63. Jetzt sind wir schon bei über 65, glaube ich, Tageshoch waren 66.000 und ja, es ist nicht mehr weit bis zu den Höchstständen jetzt und ich glaube auch, dass wir die bald nehmen werden. Wobei es gibt noch ein Sorgenkind, das sind die MTGOX-Verkäufe, die eventuell noch kommen können, denn das sind rund 142.000 Bitcoin, die ausgezahlt werden an diese ehemaligen Kunden der pleitegegangenen Plattform. Und da ist die Frage, wie viel von diesen 142.000 Bitcoin kommt auf den Markt? Aber wenn der Markt 50.000 Bitcoin vom BKA auffedern kann, dann sagen wir, von den 45.000 sind es 10, vielleicht 20%. Das werden dann 28.000 Bitcoin. Auch die wird man verkraften. Die müssen ja nicht verkauft werden. Genau, das ist der Unterschied. Die müssen nicht verkauft werden. Man kann natürlich auch sagen, viele Kunden werden auch sagen, ja super, ich habe jetzt meine Bitcoin, ich habe viel verdient, aber vielleicht wird es ja noch mehr. Richtig, vielleicht auch nur ein paar Teilverkäufe. Gut, man weiß es nicht, wir müssen das noch abwarten. Wird auf uns zukommen. Aktuell, wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass Trump und das BKA mal so Bitcoin bewegt? Also, ja, schon interessant. Tesla, unser nächstes Thema. Wie ist es denn jetzt mit dem Robotaxi-Event? Wird es im August, 8. August, war ja der Termin, stattfinden oder nicht? Es gab ja verschiedene Geschichten. Es gab erst nur das Gerücht, dass es verschoben würde, aber jetzt hat auch Elon Musk gesagt, er braucht noch etwas länger, um das Robotaxi. In der Frontpartie wird noch irgendwas angepasst. Es wird nicht der 8. August sein. Es gibt keinen neuen Termin. Den wird es dann wahrscheinlich irgendwann geben. Man spricht so, munkelt zwei Monate später. Wird man sehen. Das hat der Aktie kurzzeitig geschadet. Sie ist dann mal doch sehr deutlich gefallen. Was aber auch nach dem Anstieg von, das waren ja über 40% innerhalb von 11 Tagen, der größte Anstieg oder einer der größten kurzzeitigen Anstiege aller Zeiten. Insoweit war so eine Korrektur ohnehin überfällig. Aber wie man sieht, wir sind immer noch relativ weit oben im Vergleich zu dem Niveau, was wir vor zwei Wochen hatten. Das hat jetzt keinen großen Schaden angerichtet. Wie gesagt, vollkommen normal, dass sich so ein Anstieg eben nicht unendlich fortsetzen kann. Nach wie vor die Robotaxi-Fantasie oder überhaupt die FSD-Fantasie die größte. Da haben wir es gerade schon gesehen, wertvollstes Unternehmen der Welt. Katie Wood hat ja auch das Robotaxi nochmal genommen, um zu zeigen, wie wertvoll dieses Geschäft sein kann, wie es sich auf den Aktienkurs auswirken kann. Das Kursziel für 2029 sind 2.600 Dollar. Das wäre ziemlich genau eine Verzehnfachung vom aktuellen Niveau aus. Und dann wäre Tesla logischerweise das wertvollste Unternehmen der Welt mit, ich glaube, rund 8 Billionen. Das wäre dann so viel wie Apple und Microsoft heute zusammen.
ist gewagt. Cathie Wood ist bekannt für solche gewagten Prognosen, aber sie hat bei Tesla schon einmal recht gehabt. 2018 hat sie auch eine Verzehnfachung angekündigt. Und die hat Tesla dann auch erreicht, und zwar sogar 2 Jahre schneller als erwartet. Also ja, da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, ja, stimmt, Tesla hat diese Robotaxi-Fantasie, die kann man einlösen. Und andere sagen, Tesla ist ein Autokonzern, Punkt, und dafür ist Tesla viel zu teuer. UBS, die da jetzt auch verkaufen, untergestuft von Halten, sagt nur noch $197 Kursziel. Also da ist man... Ja, es ist auch so, dass es gibt so zwei an der Analystenlage. Die einen sind immer positiv, die anderen sind immer negativ. Ich kann mich nicht erinnern, dass da mal irgendjemand gewechselt ist von einem Lager ins andere. Also es gibt diese sehr verhärteten Fronten, und je nachdem, welche Front Oberwasser hat, so entwickelt sich der Kurs. Ich gehöre eher auch zu dem Lager, die sagen, das mit den Robotaxis kann funktionieren. Ob das jetzt in dem Ausmaß die Erlöse bringt, auf jeden Fall ist das Geschäft deutlich profitabler als das herkömmliche Autogeschäft. Und da hat Tesla ja auch noch andere Bereiche wie Energiespeicher, Solar. Da ist sicherlich auch noch einiges an Potenzial drin. Also bei Tesla zählt zuerst zu den Bullen, und beim nächsten Wert ist es genauso. BYD, auch da hast du ja immer positive Worte zu gefunden. Genau. Hat sich auch nicht verändert. Es gab jetzt auch dieses irre Kursziel von, ich glaube, 56 Euro umgerechnet von JP Morgan war es. Die Verkaufszahlen entwickeln sich gut. Wie gesagt, die Aktie tut sich immer noch schwer. Also der Aufwärtstrend ist klar erkennbar, aber eigentlich, wenn man mal schaut, ich habe, glaube ich, Zahlen mitgebracht, Verkaufszahlen. Die Aktie von BYD hat jetzt seit 3 Jahren eigentlich relativ wenig gemacht. Vor 3 Jahren, im Jahr 2021, hat man gerade mal 500.000 Elektroautos verkauft, inklusive Plug-in-Hybride. Jetzt, im letzten Jahr, waren wir schon bei 3 Millionen. Also die Zahl hat sich versechsfacht. Und in diesem Jahr sind wir jetzt bei 1,6 Millionen. Mal 2 wären wir bei 3,2. Wahrscheinlich läuft das zweite halt der besser. Also das Ziel von BYD sind 4 Millionen Autos. Im nächsten Jahr werden es dann wahrscheinlich 5, sagt JP Morgan, und darauf 2026 dann 6 Millionen. Und da muss die Aktie dann auch irgendwann mal reagieren. Klar, wir haben natürlich auch eine Bewertung, die nicht mehr ganz so günstig ist, aber dennoch, Tesla ist 7 oder 8 Mal so teuer wie BYD, und die Verkaufszahlen sind ungefähr gleich. Klar, BYD hat jetzt nicht diese Robotaxi-Fantasie, aber dafür hat man die Fantasie, dass man eben deutlich schneller wächst, deutlich mehr Autos verkauft und wahrscheinlich auch höhere Margen einfährt, denn BYD ist in der Lage, die Kosten so weit zu senken durch die tolle Batterietechnologie, die man hat, durch den direkten Zugang zu Lithium, zu Rohstoffen. Das sind alles Vorteile, die man ausspielen kann und ausspielen wird. Also muss man noch ein bisschen Geduld haben vielleicht mit dem Chart oder es akzeptieren, weil es halt ein chinesischer Wert ist. Das, ja, es ist sehr gut für die, wer die Aktie noch nicht hat, ist es ja eine schöne Gelegenheit. Also absolut. KGV liegt so bei 13, 14, also auch relativ moderat. Auch hier Tesla hat ein KGV von fast 70. Das ist ein Unterschied schon. Es sind zwar vergleichbare Unternehmen, weil sie natürlich beides die größten oder es sind die beiden größten E-Auto-Hersteller der Welt, aber eben sehr unterschiedlich, weil BYD doch sehr fokussiert aufs Autogeschäft ist und Tesla eben mehr von dieser Robotaxi-Fantasie profitiert. Also hast du in den letzten Tagen im Internet geshoppt, was bestellt? Nein. Doch, ich hab vorhin gerade Monopoly gekauft. Bei Amazon? Ja, natürlich. Ja. Ich wollte darauf hinaus, dass der Prime Day. Genau, Prime Day und das Monopoly gab es tatsächlich, ich glaube, für 21 Euro. Man hat mir angeboten, in 3 Monatsraten zu zahlen, 3 mal 7 Euro. Habe ich natürlich sofort gemacht, damit ich das auch finanzieren kann. Zinsfrei, sehr gut. Damit du vielleicht in investieren kannst in die Aktie, die ja weiterhin gestiegen ist. Wobei zuletzt gab es einen kleinen Rücksetzer, aber gut, nach dem Lauf zuvor. Ja. Also der Prime Day ist bestimmt wieder für Rekorde. Ja, natürlich, sorgt eigentlich immer für Rekorde, wenngleich das Wachstum nicht mehr so ist, wie es mal war. Und es wird auch nicht mehr ganz so drauf geschaut. Es war mal eine Zeit lang wirklich eine ganz wichtige Zahl. Wie viel Umsatz hat Amazon eigentlich in Prime Day gemacht? Das ist nicht mehr ganz so. Amazon macht auch an anderen Tagen genug Umsatz. Man ist jetzt nicht mehr so auf diese Sondertage angewiesen. Ja, die Aktie entwickelt sich prächtig. Wir haben natürlich jetzt ein Niveau erreicht. Ja, also gut, billig sind die großen Techs alle nicht. Amazon hat jetzt ein KGV von 33 auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr. Das ist relativ hoch, wenn man eben nur noch einstellig prozentual wächst. Aber auf der anderen Seite, Amazon hat über viele Jahre KGVs von über 100 gehabt. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Und wer da gesagt hat, die Aktie ist zu teuer, hat eine Menge Kursgewinne verpasst. Jetzt sind wir moderat, vergleichsweise moderat bewertet, aber günstig ist das trotzdem nicht. Also Amazon ist eine Aktie,
die darf man eigentlich nicht verkaufen, aber ob man sie jetzt unbedingt kaufen muss, ist die andere Frage. Gehen wir nochmal zurück zu den Prime Days, da sieht man nochmal die Entwicklung an diesen Prime Days, sind ja immer 2 Tage, ich glaube gestern und heute, glaube ich. Ne? Also gestern ging es los? Genau, gestern heute und heute. Auch, ja. Und da sieht man mal, dass auch die anderen mitmachen. Also das hier sind die Umsätze von Amazon an dem Prime Day, die in dunkelorange und in hellorange oder gelb. Das sind die Umsätze der anderen Retailer, die natürlich auch sich da dran gehängt haben. Also auch bei Walmart und bei allen anderen gibt es diese Sondertage auch zeitgleich mit dem Prime Day. Und da sieht man, ja, die Umsätze wachsen aber eben nicht mehr so stark vom letzten Jahr oder von 23 auf 24. Das müsste die Prognose dann sein, geht es eben nur noch minimal nach oben. Wir haben noch eine zweite Grafik, glaube ich, noch zu Amazon. Den Chart, wenn er uns gleich eingeblendet wird. Achso, ja, da habe ich nochmal einen Chart. Das ist ganz spannend, weil es ist mir so aufgefallen. Man sagt ja immer so, dass man so runde Marken sind jetzt nicht so entscheidend. Aber wenn man hier sieht, hier sind die 200er Marke. Das ist dann doch eher wie so eine Wand, wo die Aktie gegengelaufen ist. Und man hätte eigentlich denken können, es geht nach oben raus. Aber jetzt sind wir erstmal nach unten weggesackt. Und das ist eigentlich schon erstaunlich. Viele Tech-Werte haben tatsächlich in den letzten Tagen die großen Techs eher schwächer tendiert, während, ich habe es ja gezeigt, die Nebenwerte auch im Tech-Bereich, da gab es doch viele größere Gewinner. Also so ein bisschen ist das Kapital tatsächlich weggegangen von diesem Fokus, von diesem extremen Fokus auf diese wenigen Tech-Werte in die breite Masse, was ja wirklich ein gutes Zeichen ist. Und das kann man ja verkraften, mal so 2-3 Tage mit einem kleinen Minus. Wurde ein bisschen umgeschichtet. Jetzt schauen wir aber trotzdem noch auf einen anderen Tech-Wert, der in dieser Woche wieder in den Fokus rücken wird. Netflix wird nämlich morgen, genau, also morgen. Donnerstag, nach Handelsschluss Zahlen vorlegen. Und oftmals haben die ja für große Überraschungen gesorgt. Genau, also ein bisschen aus dem Fokus gerückt, Netflix, weil sie gehört ja auch nicht mehr zu diesem, ja, zu den Magnificent Seven gehört sie eben nicht mit dazu. Früher war es immer anders. Wie hieß das früher noch? Fang? Ja. Fang? Fang oder ja. Da war Netflix noch mit dabei. Aber wenn man sieht, die Aktie hat sich hervorragend entwickelt, hat ja, sich seit Oktober fast verdoppelt. Wir sind tatsächlich fast an den Rekordständen dran. Ich habe, glaube ich, den langfristigen Chart auch noch mit dabei. Ja, da sieht man das sehr gut. Wir waren tatsächlich schon mal 2021 bei 700. Ich glaube, 700 war ziemlich genau das Hoch. Und jetzt sind wir bei 650. Wir waren schon fast wieder oben dran. Und jetzt bin ich mal gespannt. Netflix reagiert ja immer sehr extrem auf Zahlen. Vor allen Dingen geht es ja immer um die Zuwächse an neuen Kunden. Oder es gab ja zeitweise auch mal hier, gerade hier in diesem Bereich, auch mal Rückgänge bei den Kunden. Was die Aktie, die hat sich ja damals mehr als gedrittelt innerhalb weniger Wochen oder Monate. Hat das jetzt wieder aufgeholt, hat sehr lange gedauert, aber jetzt sind wir wieder fast oben dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Zahlen werden. Also ja, da kann man jetzt... Die Prognosen können gut werden, schlecht werden oder die Zahlen können gut oder schlecht werden. Da kann man eine Münze werfen. Fakt ist, dass der langfristige Trend passt und Netflix hat gezeigt, dass man im Bereich Streaming die absolute Nummer 1 ist und dass auch die Konkurrenz eigentlich keine Chance gegen Netflix hat. Also insoweit, ich bin gespannt, wie die Zahlen werden, aber das ist eine Aktie, die man, glaube ich, langfristig trotzdem haben muss, auch wenn sie diesen großen Schwankungen unterworfen ist. Denn ja, die Nummer 1 Position, die ist, glaube ich, nicht mehr einzuholen. Also ein Standardinvestment, aber jetzt vor den Zahlen kann man vielleicht dann doch erstmal abwarten. Gucken, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter. Wenn man ein bisschen Stress haben will, dann, wenn ich mich entscheiden müsste, ob Long oder Short, würde ich, glaube ich, eher auf die Long-Seite gehen, tatsächlich, aber ohne Gewähr. Ja. So gut, wir werden es morgen nachbörslich wissen, wie die Zahlen dann ausfallen. Neil, da wissen wir schon. Schreiben rote Zahlen, ist jetzt auch nicht so richtig überraschend. Ja. Gab es irgendwas Positives in der Bilanz? Nein. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Klar, man kann immer irgendwas finden. Ich glaube, die Auftragsbestände haben sich ein bisschen verbessert. Aber was verheerend ist, war der Umsatzrückgang. Also ein Umsatzrückgang bei einer Firma, die in einem absoluten Wachstumsmarkt angeblich unterwegs ist, ist natürlich schlecht. Das ist auch schon überlagert mit dem Chart. Da sieht man hier ganz vorne die Zahl tatsächlich. Das ist der Umsatz in diesem Quartal Q2 24, Q2 23 im Rückgang. Ja, der Gewinn hat sich jetzt auch nicht verbessert, also das Minus ist größer geworden, die Marge hat sich verschlechtert. Ja, da bleibt ja nicht viel Gutes über. Im ersten Halbjahr hat man jetzt einen Umsatz gemacht von 600 Millionen norwegische Kronen, sind ungefähr 50 Millionen Euro. 50 Millionen Euro Umsatz. Jetzt nehme ich den einfach mal 2. Gut, das zweite Halbjahr wird wahrscheinlich besser bei Neil, aber ich nehme mal 2, bin ich bei 100 Millionen. Wir haben einen Börsenwert von immer noch fast 1 Milliarde Euro.
Das sind Relationen, die würden passen bei einem stark wachsenden Unternehmen. Dann ist auch für der Verlust okay, aber eine Firma, die stagniert, da ist so eine Bewertung einfach inakzeptabel. Also insoweit ist auch dieses Kursniveau für mich immer noch zu hoch. Man kann natürlich sagen, klar, nee, war auch schon mal bei 3 Euro, jetzt sind wir bei 50 Cent, ist doch billig. Bei 3 Euro war es eben extrem teuer. Aber heute teilen offenbar einige deine Meinung. Und vor allem war damals auch noch damals noch eine schlechte Grafik, das ist der Auftragsbestand von Nil, und der schrumpft jetzt nicht nur seit einem Quartal, sondern schon seit eineinhalb Jahren. Mhm. Das ist natürlich auch schlecht. Also das muss genau andersrum sein. Und wie gesagt, damals, als die Aktie bei 3 Euro stand, ist der Auftragsbestand noch gewachsen, sind die Umsätze gewachsen um teilweise dreistellige prozentuale Wachstumsraten. Jetzt haben wir eine Stagnation und da ist diese Bewertung immer noch viel zu hoch. Ganz einfach. Dann lassen wir das Thema Wasserstoff hinter uns, schon lieber auf Solarenergie, wobei man ja auch nicht weiß, wenn Trump tatsächlich Präsident wird. Genau, das hat tatsächlich auch Auswirkungen gehabt, als am Montag nach dem Attentat sind tatsächlich Solarwerte, Windaktien, Batteriespeicherunternehmen alle sehr deutlich im Kurs gefallen, was sicherlich eine Reaktion war auf die Wahrscheinlichkeit oder die höhere Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Wahl gewinnt, weil Trump ist zwar ein Freund des Bitcoin, aber kein Freund von Erneuerbaren. Der ist da eher fokussiert auf Öl und Kohle, die guten alten fossilen Brennstoffe. Und es besteht so ein bisschen die Gefahr, dass das, was Biden jetzt angestoßen hat in den letzten 4 Jahren, auch mit dem Inflation Reduction Act, dass das Trump wieder zurücknehmen könnte. Und insoweit sind die Aktien unter Druck gekommen. Aber gestern gab es schon wieder eine Gegenbewegung bei vielen Werten, also sogar bei fast allen, auch bei Inco Solar. Da sieht man diesen Rücksetzer eigentlich kaum. Die Aktie ohnehin ja relativ schwach schon seit langem. Insoweit gibt es Faktoren, die auch für Inco Solar sprechen. Zum einen, dass man schon viel vorweggenommen hat vor dieser möglichen oder dieser mögliche Trump-Sieg. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch gar nicht so dramatisch. Und das nächste ist Inco Solar. Es gab gestern die Meldung, dass man ein Joint Venture eingeht mit Saudi-Arabien. Inco Solar wird 40% in dem Joint Venture halten und man wird für 1 Milliarde Dollar, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, in Saudi-Arabien eine Solarfabrik bauen, mit 10 Gigawatt Leistung. Also das ist auch ordentlich, sehr ordentlich. Und das zeigt eigentlich, dass Inco Solar, klar, man ist auch in Amerika unterwegs, aber der Amerika macht ungefähr einen Umsatzanteil von 10% aus. Also da sind andere Länder wichtiger und gerade Saudi-Arabien macht jetzt wirklich ernst, macht hier auch Sinn, da in der Region mit Solar zu arbeiten. Und da ist Inco Solar die erste Adresse. Also diese Meldung könnte schon Schlagkraft haben. Und insoweit vielleicht jetzt mal, irgendwann wird die Aktie sich auch mal wieder erholen. Die Frage ist, wie weit. Aber selbst wenn es nur hier an diese 30 wieder rangeht, das sind 40%, die man mal eben schnell durchaus machen kann. Das wäre jederzeit möglich. Und gerade jetzt mit dieser Saudi-Arabien-Meldung im Rücken kann das mal passieren. Dann schon mal als letzten Wert für heute noch auf Robinhood. Die setzen ja ungehindert ihre Wachstumsstrategie, Expansionsstrategie auch fort. Und der Chart auch. Genau, man hat jetzt vor einiger Zeit Bitstamp gekauft, eine Kryptobörse für 200 Millionen Dollar. Jetzt keine Rieseninvestition, aber doch ganz ordentlich. Und es ist gar nicht ganz einfach, wenn man daran glaubt, dass die Märkte in Bewegung bleiben. Ob jetzt Bitcoin, Aktien, Optionen. Robinhood bietet ja alles an mittlerweile. Dann ist das sicherlich eine gute Wahl. Und die Aktie, ein wunderschöner Aufwärtstrend, klar, immer wieder unterbrochen durch Korrekturphasen, aber wir haben uns jetzt vom Tief fast verdreifacht. Das sieht jetzt viel aus, aber wer den Langfristchart kennt, der weiß, wir waren auch schon mal bei über 50 Dollar und ich glaube, da kann es auch wieder hingehen. Das ist einfach eine Aktie, die tatsächlich von diesem, einfach vom Markt profitiert, von dem zunehmenden Interesse der Privatanleger, die ja doch offensichtlich viele, die auch jetzt durch GameStop wieder angelockt worden sind, tatsächlich, sind jetzt am Markt geblieben und handeln jetzt eben den Bitcoin, Apple oder auch jetzt gerade die vielen Nebenwerte, die jetzt wieder in Mode gekommen sind. Also Robinhood ist eine Aktie, die man sicherlich auf dem Radar haben sollte. Profitiert in jedem Fall, nicht nur wenn Meme-Aktien gehandelt werden. Genau, der Immergewinner. Dann war es das für heute. Vielen Dank, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns gerne nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.